Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gerhard Stelzel. Ich soll etwas über Uganda erzählen, wo ich eigentlich durch einen Zufall über einen Freund von mir, den Diplom-Ingenieur Schaller, der mit dem Rotary Club dort mehrere Projekte laufen hat, unter anderem auch eine Primary School und ein Health Center. Und für die Installation der Zahnstation in dem Health Center hat er meine Hilfe gebraucht und somit bin ich voriges Jahr im Oktober das erste Mal mit ihm hinuntergefahren. Wir hatten dort eigentlich nur einen nackten Raum und haben stückweise dort das Ganze installiert mit zwei funktionstüchtigen Einheiten. Mittlerweile ist auch ein digitales Kleinbildröntgen unten und jede Menge Material zum Arbeiten. Das erste Mal, wie ich unten war, haben wir also die Ordination zum Laufen gebracht. Dann das zweite Mal, da habe ich dann das Digitalröntgen installiert. Da haben wir dann schon jeden Tag so zwischen 15 und 20 Patienten gehabt. Die Reisen ansonsten im Land waren traumhaft. Ich habe insgesamt drei Safaris gemacht, in drei verschiedenen. Und Uganda hat sehr viele wunderschöne Naturreservate. Man kann wirklich alles bewundern dort und man kann sich eigentlich in dem Land wohlfühlen. Zur Klinik wäre noch zu erwähnen, dort wo das Health Center errichtet wurde in Minani und ist im Umkreis von 30 Kilometern eigentlich das einzige Health Center, was sie dort haben. In Uganda wird angebaut sehr viel Zuckerrohr. Das wird dann geschält und in so 10 cm lange Stücke geschnitten und jeder zweite kaut auf so einem Stück herum. Also sie haben extrem viel Karies, Zähne erhalten und so weiter. Insofern problematisch ist, weil sie kommen, wo der Zahn schon so defekt ist, dass man eigentlich nur mehr ziehen kann. Und es geht halt durch alle Bevölkerungsschichten dort. Vielleicht eine lustige Anekdote, eine ziemlich alte Frau kam und bekam von der ugandischen Kollegin die Injektion, weil ihr unten ein Zahn, der wackelt und wehtut, der zum Extrahieren gewesen wäre, bekam sie die Anästhesie. Der Endeffekt war das, durch die Anästhesie hat der Zahn nicht mehr weh getan und sie ist aufgestanden und gesagt, nein, jetzt braucht man nichts mehr machen, weil der Zahn tut nicht mehr weh. Ich habe halt gelacht dabei, so geschmunzelt und sie wird wahrscheinlich einige Tage später wieder erschienen sein und dann doch den Zahn ziehen haben lassen. Aber das ist eben die Einstellung, mit der, die muss man einfach tolerieren. Sie haben in 14 Tagen einen kompletten Bungalow mit zwei Klassenzimmern, wobei man rechnen muss, ein Klassenzimmer ist dort für 100 Kinder. Und in 14 Tagen ist der Bungalow gestanden, außen komplett verputzt, Fenster, Türen, Dach, alles. Und das erste Klassenzimmer war auch schon verputzt. Wenn man aber bedenkt, dass die einzige Maschine, die dort tätig war, eine Betonmischmaschine war, die war genau einen Tag da, um das Fundament zu betonieren. Der komplette Rest, alles Handarbeit, auch der Dachstuhl wurde mit der Hand gesägt. Es gab keine einzige Maschine und in 14 Tagen ist der Bau gestanden. Beim Health Center, das redet sich sofort herum, also heute ist die Zahnärztin da, heute. Und dann sind auch genügend Patienten da, die kommen dann relativ rasch, weil das ist der Kind, der hat Zahnweh und der bringt den dann gleich zum Health Center. Es ist eigentlich bei allen Patienten, sie sind eigentlich dankbar dafür, dass man ihnen hilft. Und sie sind auch ein unheimlich freundliches und höfliches Volk. Ich habe jetzt zum Beispiel im August, da war eine Ordinationsauflösung in Oberösterreich und ich bin da in so einem Versteigerungsportal drinnen von meiner Kollegin in Wien, die hat einiges von dem brauchen können und den Rest, also was ich gehabt habe, habe ich dann alles mitgenommen nach Uganda. Das Problem, was ich hatte, war, dass ich 28 Kilo im Koffer gehabt habe, plus das Handgepäck, das wird also um die 15 Kilo gehabt haben. Ich bringe das umsonst nach Uganda, also ich habe nichts bezahlen müssen für das Übergepäck. Zum Abschluss wäre noch zu sagen, ich freue mich, wenn ich wieder nach Uganda fahren kann. Mir macht die Arbeit dort Freude. Nachdem ich emeritiert bin, bin ich froh, dass ich dort noch vom Nutzen bin.